Jan Löhmannsröben, es gibt aus lauterer Sicht nur eine Szene, über die es, oder naja, nee, zwei sind es, aber eine, die vor allem Sie ganz genau betrifft, über die zu diskutieren ist. Mit Florian Dick haben wir schon drüber gesprochen, mit dem Gästetrainer Joe Ennox. Auch Ihnen zeigen wir nochmal die Szene, die zur Elfmeterentscheidung geführt hat. Und dann würde mich interessieren, wenn der Monitor dann richtig steht, was Sie dazu sagen. Hier sehen wir es gleich nochmal ganz genau. Ja, also wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Ja, fehlen mir ein bisschen die Worte. Also man sieht, dass sein Ellbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und also, nee, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szene gehen, aber da vorne haben wir eine Szene, ganz klar Elfmeter. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das ey, ja, platz mir die Krawatte, ehrlich. Fühlen Sie sich betrogen um den sicher geglaubten Sieg? Betrogen, er spielt hier ein super Spiel. Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Soll erstmal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Ich könnte mir vorstellen, auch Sie schlafen heute Nacht schlecht, oder? Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Nein, natürlich, aber genau deswegen. Ja, na klar, ist es Frust, aber wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft zeigt eine Reaktion. Wir waren ganz klar besser. Torschancen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, klar dominiert. Dann sieht man Zwickau, das ist nichts mit Fußball. Die haben 5 Funktürme da reingehauen, hatten trotzdem keine Chancen. Und durch so eine Sache ergaunern die sich einen Punkt. Bodenlos. Dankeschön.